Herzlich willkommen zur Maiandacht hier in der Innenstadtkirche St. Ludwig in Darmstadt. In 2 Tagen feiern wir Pfingsten, das Hochfest des Heiligen Geistes. Der Atem Gottes erhaucht den Menschen das Leben ein, bringt die erstarrten Jünger in Bewegung, er weht, wo und wie er will. Auf einzigartige und geheimnisvolle Weise wirkt der Geist auch im Leben Marias, der jungen Frau aus Nazareth, die schließlich zur Gottesmutter werden wird. Mit dem Geist fängt alles an. In dem eben gehörten Musikstück des deutschen Komponisten Siegfried Karg-Ehlert, Saluto Angelico, ist sie bereits angeklungen. Die Botschaft des Engels, der Maria besucht, um ihr ihre Berufung mitzuteilen. Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Du wirst einen Sohn empfangen. Heiliger Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Kein Wunder, dass Maria zunächst zurückschreckt, es sich nicht vorstellen kann. Wie soll das geschehen? Dann aber stimmt sie zu, lässt sich ein auf das, was Gott mit ihr vorhat, was er durch sie bewirken will, der Welt den Erlöser schenken. Es ist kein leichter Weg, der da vor ihr liegt. Sorge, Entbehrungen, Unverständnis, Dunkelheit, Schmerz, all das wird ihr nicht erspart bleiben. Maria aber, erfüllt vom Heiligen Geist, geht diesen ihren Weg. Sie geht ihn für ihren Sohn und für die Welt. Sie geht ihm im Vertrauen auf die Kraft des Höchsten, die er, Gott selbst, ihr durch den Engel zugesagt hat. Das folgende Gedicht der 2011 verstorbenen Schweizer Benediktinerin und Schriftstellerin Silja Walter ist eine Vorausschau auf diesen Weg Marias. Es schlägt den Bogen von der jungen Mutter des Jesuskindes hin zur Schmerzensmutter unter dem Kreuz. Es ist ein Gedicht voller Mutterliebe, Vertrauen und Hingabe. Wir sehen Maria. Sie wiegt ihr Kind und spricht, ja singt ihm zu. Wahrscheinlich sitzt sie im Freien. Mit den Blicken folgt sie dem Flug wilder Enten. Ente, Gans und Schwan sind auswechselbare Symbole. Nach früher ägyptischer Mythologie hat die Urgans das Weltenei gelegt und flog dann zu den Himmlischen. Seither ist die große Schnatterin bei allem Entscheidenden dabei. Auch in diesem Gedicht steht die Ente für einen eingeweihten Urvogel. Die Mondsichel symbolisiert die sich im Rhythmus vollendende Zeit. Der abnehmende und wieder zunehmende Mond steht für den Lebenskreis, in dem sich Vergehen und Werden, Tod und Geburt, Zerstören und Schaffen nahtlos einen. Durch ihr Lied und ihr Wiegen kann die Mutter ihrem Kind Geborgenheit schenken. Sie weiß aber, dass sie es nicht auf Dauer beschützen kann. Die Jäger werden ihre Schlingen auslegen, ihre Fallen stellen, das Kind in Gefahr bringen. Maria, die Mutter Jesu, die Magd Marie, sie ist eine starke Frau, die sich und ihr Schicksal Gott widmet. Ganz bewusst sagt sie Ja zu seinem Plan. Und sie weiß, dass auch ihr Sohn seinen ureigenen Weg gehen muss, bis zur letzten Konsequenz. Sie weiß, dass sie ihn loslassen muss. Wenn sie schließlich mit gebrochenem Herzen bei Sonnenfinsternis unter dem Kreuz knien wird, ist sie solidarisch mit allen Leidenden dieser Welt. Gerade so kann Maria zu der werden, die sie in der christlichen Tradition immer war.
Zuflucht und Hoffnung derer, die sich in ihrem Schmerz an sie wenden. Hören wir nun also das besagte Gedicht. Silja Walter, Maria singt. Mein Kind, ich will dich wiegen, die wilden Enten fliegen. Wer hält den Sommer an? Ich weiß nicht, wie der süßen Mondsichel ich das Fließen und Wechseln wehren kann. Lass, Kindlein, dich einsingen. Der Jäger wirft die Schlingen. Die Ruten sind gestellt. Wie könnte die Gewalten des Vaters ich aufhalten? Ich bin die Magd Marie. Der Mond steht einst in gelber Weltfinsternis von selber. Dann hängst du und ich knie. Lass, Kindlein, dich einsingen. Dann wird mein Herz zerspringen und ist erlöst die Welt. Thank you.
Gedanken zur vierten Kreuzwegstation. Jesus begegnet seiner Mutter. Über den Weg Jesu vom Prätorium, dem Ort der Verurteilung durch Pontius Pilatus, bis zur Hinrichtungsstätte auf Golgotha berichten die Evangelien nur wenig. Wir hören von Simon von Kyrene, den man zwingt, Jesus das Kreuz zu tragen, und nur bei Lukas von den weinenden Frauen. Einzig Johannes weiß davon, dass beim Kreuz Jesu dessen Mutter und der Jünger, den Jesus liebte, stehen. Beide verbindet er zu einer neuen Familie. Erst ein historisierendes Interesse, besonders gefördert durch die seit dem 4. Jahrhundert möglichen Pilgerreisen nach Jerusalem, gepaart mit einer Frömmigkeit, für die das Schauen und Nachvollziehen des Geschehens unabdingbar war, ließ über mehrere Zwischenstufen den Kreuzweg mit 14 Stationen entstehen, wie er heute in unseren Kirchen zu finden ist. Dabei wurde die Zahl der Personen, die auf dem Weg mit Jesus zusammentreffen, vermehrt. Ein besonders eindrucksvolles Monument ist der 1905 von den Kölner Brüdern Albermann für St. Ludwig geschaffene Kreuzweg, dessen plastische Ausgestaltung, politische Anspielungen und dramatische Gebärdensprache den Betrachter in ihren Bann ziehen. Schauen wir näher auf die vierte Station. Maria am Wegesrand streckt in einer verzweifelten Geste die Hand nach ihrem Sohn aus, der sich in stummer Trauer mit starrem Gesichtsausdruck zu ihr umwendet. Er kann das Kreuz nicht loslassen. Er kommt nicht von ihm frei. Er will es auch nicht. Er lässt sich nicht von seinem Weg und seiner Sendung abbringen, so wenig wie damals ganz am Anfang, als Maria und der Rest der Familie ihn zurückholen wollten mit der Begründung, er sei von Sinnen. Auch Petrus hat das einmal versucht. Meister, das darf nicht geschehen, dass du hingerichtet wirst. Er hat sich eine scharfe Abfuhr geholt. Der Weg Jesu ist vorgezeichnet. Der Wille des Vaters, in dessen Liebe Jesus sich gehalten weiß, kann von Menschen nicht aufgehalten werden. Auch nicht von denen, die Jesus liebt. Mutter und Sohn kommen einander nahe und doch berühren sie sich nicht. Es gibt auch nichts, was sie einander sagen sollten. So bleibt der stumme Schmerz, die Verzweiflung Marias in ihrer Hilflosigkeit. Es ist nicht so, dass Jesus einfach daran vorbeiginge. In der Begegnung, gerade mit seiner Mutter, zeigt sich exemplarisch die Fratze einer Welt, in der das Leben wenig oder gar nichts gilt. Für diese Welt geht er in den Tod. Maria wird erkennen, dass er das auch für sie tut. Sie wird unter dem Kreuz stehen und mit ansehen, wie er stirbt. Man wird ihr den Leichnam Jesu in den Schoß legen. Ein Akt liebevoller Pietät und gleichzeitig die grausame Umkehr dessen, was mit der Verkündigung des Engels so hoffnungsfroh begonnen hatte. Den lebenden Sohn wird sie nicht mehr berühren können. Aber der Auferstandene wird sie mit seinem Geist berühren an Pfingsten, im Kreis der Jüngerinnen und Jünger, noch einmal anders und tiefer als diese. Der Geist Gottes, der vom Vater ausgeht durch den Sohn, wird die Verwundungen, die ein unbarmherziges Leben geschlagen hat, nicht ungeschehen machen, aber er wird sie heilen. In der Osterzeit 2020 kann der Kreuzweg nicht einfach abgehakt werden. Er bleibt dem österlichen Geheimnis sichtbarer als sonst und wird durch Pfingsten verdichtet zu einem Geschehen, an dem sich unsere Zukunft, vorrangig die Bewältigung der Corona-Krise, aber wir dürfen nicht so tun, als sei sie die einzige, messen lassen muss. So viele haben diese Wochen als ihren eigenen Kreuzweg erlebt und erleben ihn immer noch. Genau wie Maria konnten sie nicht wirklich Abschied nehmen, erlebten ihre Hilflosigkeit, mussten spüren, wie die Einsamkeit des einen
sich als Verzweiflung in das Herz des anderen einbrannte. Und weiterhin bleibt vielen die Nähe verwehrt, ohne die wir Menschen nur schwer leben können. Wir wissen, dass wir Maria bald nach Ostern wieder begegnen. Im Kreis der Jüngerinnen und Jünger erwartet sie betend und hoffend das Kommen des Geistes. Er allein kann in diesen Zeiten reduzierter Gemeinschaft Nähe und Vertrauen schaffen. Hoffen und beten für alle und mit allen, die wir nicht sehen und besuchen können. Denen wir, wie Maria ihrem Sohn, eine Hand ausstrecken, die sie nicht erreicht. Beten um die Hand Gottes, dass sie vollbringt, was uns nicht gelingen kann. Mit den Worten Marias: Er nimmt sich seines Knechtes Israel an und denkt an sein Erbarmen. Einige Betrachtungen zu einer frühgotischen Miniatur aus dem Ingeborg-Psalter entstanden vor 1210. Sie sollen warten. So hat es ihnen, den Aposteln, der Herr vor seiner Himmelfahrt aufgetragen. Noch sind sie nicht so weit, dass sie sich der Verkündigung widmen könnten. Sie müssen damit zurechtkommen, dass er nicht mehr bei ihnen ist.
Es hätte noch vieles gegeben, was sie ihn hätten fragen wollen in den Wochen nach seiner Auferstehung. Aber offensichtlich war er sparsam mit seinen Antworten. Die Jüngerinnen und Jünger tun jetzt erste Schritte in die Selbstständigkeit und die Selbstverantwortung. Aber sie tun das ängstlich, zaghaft und zweifelnd. In diesen 10 Tagen zwischen Himmelfahrt und Pfingsten durchleben sie noch einmal das ganze Spektrum menschlicher Gefühle. Die Erfahrungen von Verlust und Wiedersehen, von Trauer und Freude. Sie haben Jesu Tod am Karfreitag erlitten, wenn auch nicht verstanden. Sie haben die Realität seiner Auferstehung in Staunen und Verwunderung immer wieder erlebt. Jetzt ist er zum Vater erhoben worden. Wer könnte es ihnen verdenken, dass der Verlust seiner Gegenwart ihnen die Orientierung raubt? Er hat ihnen gesagt, dass der Geist auf sie kommen wird, der tröstet, beisteht, befreit, in die Wahrheit einführt, ihn, den Auferstandenen, gegenwärtig halten wird. Aber sie wissen nicht, wie das gehen soll. Noch ist der Geist nicht gekommen. Sie sollen warten. So kehren sie, wie Jesus ihnen geboten hat, nach Jerusalem zurück. Im Obergemach des Hauses sind sie ein wenig dem Trubel der geschäftigen Stadt entrückt. Sie sind dort nicht allein. Einige Frauen sind bei ihnen, die Familie Jesu, seine Mutter. Und es heißt lapidar, sie alle verharrten dort einmütig im Gebet. Keine Diskussionen, kein Streit, sondern einmütiges Gebet. Vorbereitung auf den Geist Gottes, mit dem sie getauft werden sollen. Ein Mensch ist unter ihnen, der das Wirken des Geistes längst an und in sich erfahren hat, Maria. Für viele Künstler, die diese Tage des Wartens und Betens dargestellt haben, die am Morgen des Pfingsttages in ein grandioses Finale der Offenbarung des Geistes Gottes durch Sturm und Feuer, wie damals am Sinai, einmünden, rückt Maria dadurch in den Mittelpunkt der Szene. So auch in unserer Miniatur aus dem Ingeborg-Psalter. Sie ist in einer vertikalen Linie mit ihrem erhöhten Sohn verbunden. Auf sie senkt sich unmittelbar der Geist in der Symbolgestalt der Taube. Viel intensiver noch ist die Feuerflamme über ihrem Haupt als die Feuerzungen über den Aposteln. Auch Maria ist erhöht. Sie trägt eine Krone. Ein Hinweis auf ihren Rang als Himmelskönigin der einst bei ihrem Sohn. Aber mehr noch ein Hinweis auf die Würde, die der Geist einem jeden Menschen verleiht. Denn durch ihn, der als Band der Liebe im dreifaltigen Gott den Vater mit dem Sohn verbindet, geht Gott selbst, der die Liebe ist, in jeden Menschen ein. Die Liebe Gottes im Geist ist eine schöpferische Liebe. Sie öffnet für das neue Leben, das Gott verheißt. Wer wüsste das besser als Maria, die den Gottessohn durch den Geist empfing? Es ist der Geist, der Himmel und Erde verbindet, der im Handeln des Sohnes Himmel und Erde versöhnt, der im Bewahren der Worte Jesu der Welt in ihrer verwirrenden und verstörenden Widersprüchlichkeit Rettung und Heil vor Augen stellt. Und wiederum nur durch diesen einen Geist verstehen wir überhaupt, was Gott uns sagen möchte. Maria hat das in einzigartiger Weise für sich angenommen. Ihr großes Lob- und Danklied, das Magnificat, gibt davon Zeugnis. Daher ist es kein nebensächlicher Zug, wenn Lukas am Beginn seiner Apostelgeschichte Maria mit den Aposteln zusammen im Gebet vereint. In der Tat ist sie die geisterfüllte Mitte der kleinen Gemeinschaft, die versucht, sich ganz auf Gott auszurichten. Sie ist die Inspiration der Gebete. Auf sie zu schauen und zu hören, gibt die Gewissheit, dass alle Gebete nicht ins Leere laufen. Ihre ruhige, lebenskluge und erfahrungsreiche Sicherheit wird sich auf die Apostel übertragen haben.
Dadurch sind sie bereit, den Geist am Pfingsten aufzunehmen. Es ist eine Initialzündung, ein neuer Beginn im Feuer des Geistes, der sich von nun an immer wieder durch die Zeiten ereignen wird. Vielleicht hat sich auch für Maria erst in diesem pfingstlichen Geistesblitz alles zusammengefügt. Vielleicht hat sie sich dabei an ihre Worte bei der Hochzeit von Kana erinnert und sie den Jüngern und damit auch uns noch einmal ans Herz gelegt. Was er euch sagt, das tut. Maria, die junge Frau aus Nazareth, die Mutter Jesu, sie hat im Laufe der Zeit viele Beinamen erhalten. Einer davon ist Stella Maris oder Maris Stella, Stern des Meeres. Mit diesem Titel wurde sie ursprünglich von den Seeleuten angerufen. Als deren Schutzpatronin symbolisiert sie den rettenden Stern, der dem Nautiker die Richtung weist. Darüber hinaus ist sie aber auch Wegweiserin für jede einzelne Seele auf dem Meer des Lebens. Bevor nun diese Maiandacht mit dem Ave Maris Stella ausklingen wird, möchte ich noch ein Gebet sprechen und mich auch im Namen der Mitwirkenden von Ihnen verabschieden. Maria, an dir sehen wir, wie stark und voller Segen das Leben sein kann, wenn ein Mensch auf Gott vertraut. Rühre uns an, damit wir unsere Herzen öffnen für Gott, der uns beschenken will, für seinen Geist, der uns führt und leitet. Zeige uns, wie wir ihm immer neu Raum geben können in unseren Herzen. Steh uns zur Seite, wenn Menschen unsere Hilfe brauchen, und hilf uns, zu hören, zu trösten und die Last mitzutragen. Erinnere uns daran, Gott zu danken für die großen und kleinen Wunder, die er auch heute für uns tut. Hilf uns, im Herzen zu bewahren, was unser Leben trägt, damit wir daraus Mut und Kraft schöpfen. Maria, du Stern des Meeres, segne und begleite uns auf unseren Wegen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Ta-da!